Dies ist die Geschichte einer Reise an einen der kältesten, lebensfeindlichsten Orte der Erde. Vielleicht verstehen seine Bewohner deshalb so viel von Wärme. Manchmal wärmt sie nur die Füße, meistens auch das Herz. Ich bin in einem kleinen Südtiroler Bergdorf aufgewachsen und das Leben der Bauern dort war sehr hart und sehr mühsam. Und ähnlich karg stelle ich mir im Prinzip das Leben der Grönländer vor. Vielleicht zieht es mich deshalb so magisch an. Da oben, nördlich des Polarkreises, bleibt die Sonne im Winter 4 Monate lang unter dem Horizont. Das klingt sehr beunruhigend und die große Frage ist, wie kommen Menschen mit so etwas zurecht? Es ist seltsam. Die Reise in die Polarnacht beginnt im hellsten Licht. Unter uns ein Land, das sich hinter einem Panzer aus Eis versteckt. Kann man es überhaupt Land nennen? Ist es ein Land, wenn der erste Stein unter 3 Kilometer dickem Eis liegt? Grönland ist eine Unwirklichkeit, eine weiße Wüste. Unnahbar. In Grönland zu fliegen ist nach wie vor ein Abenteuer. Die Piloten fliegen und landen hier auf Sicht. Der Ort, an dem wir in Kürze landen werden, in Karnak, Nordgrönland, besitzt noch nicht mal ein Radar. Das Wetter kann jederzeit umschlagen, es beginnt häufig zu schneien oder Nebel zieht auf und dann bleibt oft nur eins, die ganze Strecke einfach wieder zurück. Doch heute riskiert unser Pilot die Landung. Nur einmal in der Woche fliegt die kleine Maschine, mehr ist auch nicht nötig. Es kommt sowieso kaum einer. Das war schon immer so. Man hatte sie vergessen. Draußen lag so viel Schnee, dass die Polar-Inuit dachten, die ganze Welt sei weiß. So isoliert waren sie, dass sie irgendwann glaubten, sie seien allein auf der Erde. Kaum zu glauben, dass hier vor 30 Jahren Menschen noch in Erdhäusern lebten. Ihre einzige Wärmequelle war eine Specklampe. Wie leben sie heute? Wer sind sie heute? Es ist Leben unter extremsten Bedingungen. Gelegentlich werden es minus 40 Grad. Und die Temperaturunterschiede sind so enorm, dass an manchen Häusern sogar die Fensterscheiben zerspringen. Viele leben hier nicht mehr. 70 vielleicht. Und er ist einer von ihnen. Paulus Simjak, einer der letzten arktischen Jäger. Einer, der bei minus 30 Grad stundenlang vollkommen regungslos vor einem Robbenloch steht und lauert. Einer, der in all dem Weiß ein weißes Schneehuhn auf 1 Kilometer Entfernung sehen kann. Einer, der sich seine Kleider nicht kauft, sondern schießt. Paulus, hi. Ein Gedanke. Hunting? Ziel? Ich will Paulus bei der Jagd begleiten. Aber offenbar traut er meiner Hose nicht. Statt der Hightech-Klamotte soll ich ein Exemplar aus Bärenfell anziehen. Dann die härteste Prüfung. Ich soll in Chemix steigen, die traditionellen Bärenschuhe. Und zwar barfuß. Es ist uraltes Inuit-Wissen. Tierhaut auf Menschenhaut. 70 Grad Temperaturunterschied lassen sich nur so ausgleichen. Was für eine Welt. Nur noch 1000 Kilometer bis zum Nordpol. Doch auch nach Süden ist nicht weniger Einsamkeit. 1000 Kilometer nichts als Eis. Und dazwischen Karnak, Siorapaluk, das nördlichste Dorf der Erde, und Kekatarsuak, die Insel weit draußen im Polarmeer, auf der viele mutige Männer ihre Expeditionen vorbereitet haben. Dort wollen wir hin. Dann passiert es. Einer der jüngeren Hunde gerät plötzlich unter den schweren Schlitten. Mit fast 200 Kilo Gewicht drückt die schmale Kufe auf den Körper des Tieres. Ein grauenvoller Anblick und dennoch Alltag. Es kommt vor, dass Jäger Tiere nach solchen Zwischenfällen töten müssen. Unser junger Hund hat Glück.
Das ist hier heute relativ gefährliches Eis. Weil es sehr, sehr spät in diesem Jahr kalt geworden ist. Da geht es hunderte Meter in die Tiefe. Und dennoch habe ich das gute Gefühl, wenn ich mit ihm unterwegs bin, ich muss mir keine Sorgen machen. Auch deshalb, weil diese Jäger für jede Situation einen neuen Trick parat haben. Zum Beispiel, wenn es richtig kalt wird, dann baut man sich so eine kleine Wärmebox und trickst auf diese Art und Weise die Natur aus. Nackto, unakto. Unakto. Nach vielen Stunden endlich Kekatazuak. Was für ein geschichtsträchtiger Ort. Auch Robert Peary war vor 100 Jahren hier. Bis heute ist umstritten, ob er als erster am Nordpol war. Sicher ist, es waren Plätze wie dieser, die den Ingenieur aus Pennsylvania süchtig machten. Süchtig nach Eis. Hier lebte er, hier liebte er und zeugte mit einer Inuit-Frau mehrere Kinder. Heute ist Kekatazuak eine Geistersiedlung. Grönland ist voll davon. Immer wieder haben sie sich mit ihren Frauen und Kindern auf den Weg gemacht. Alles zurückgelassen, von einem Tag auf den anderen, und sind der Beute gefolgt. Grönländer sind Augenblicksmenschen. Bis heute. Nur zwei Alte sind geblieben. Seit 40 Jahren leben sie hier draußen, allein in dieser ungeheuren Einsamkeit. Die beiden tragen einen der berühmtesten Namen der Welt: Peary. Talilangwak ist der leibliche Enkel des Polarforschers. Er erzählt mir, dass er selbst zweimal am Nordpol war. Er nennt ihn den Ort, an dem man Hunde frisst. Einmal ist er 4 Monate lang Eisbären hinterhergejagt. Er braucht diese Einsamkeit. Deshalb ist er noch hier. Und sie? Sie hatte erst Mitleid mit dem armen Kerl, der ganz allein da draußen im Eis lebte, und zog schließlich zu ihm. Warum? Aus Liebe. Jetzt im Winter, wenn draußen manchmal die Bären ums Haus schleichen und der Sturm heult, ist das alte Radio der einzige Kontakt in die Welt der anderen. Manchmal lesen sie bis tief in die Nacht, obwohl sie es nicht müssten. Sie kennen die Bücher längst auswendig. Der nächste Morgen. Im Halbdunkel der Polarnacht verlassen wir die Insel. Die beiden Alten bleiben allein im Eis zurück. Es ist noch kälter geworden und Paulus gibt mir einen Anorak. Anorak ist grönländisch und bedeutet etwas gegen den Wind. Und er zeigt mir das Futter für die Hunde. Ungewöhnlich für diese Jahreszeit. Frisches Narwalfleisch. Die Narwale sind offenbar überrascht worden von dem Eis, das quasi über Nacht gekommen ist, und haben den richtigen Zeitpunkt verpasst, um rauszuschwimmen aufs offene Meer. Und dann hatten die Jäger natürlich leichtes Spiel an dem einzigen Atemloch in der Nähe eines Eisberges, das übrig geblieben ist, und haben ein gutes Dutzend Narwale dann erlegt. Für die Tiere eine Tragödie, für die Jäger hier natürlich ein Segen, denn nur die allerwenigsten können es sich leisten, teures Hundefutter zu kaufen. Das ist der typische Klang eines Wintertages in Nordgrönland. Und wenn man irgendwo ein Gefühl dafür bekommen kann, dass die Freundschaft zwischen Mensch und Hund ein paar tausend Jahre alt ist, dann tatsächlich hier. Das ist ungeheuer spannend, immer wieder zu erleben, wie Paulus mal seine Hunde lockt, mal streng wird, um sie am Ende dazu zu kriegen, genau das zu tun, was er tatsächlich möchte. Immer schnellere, immer feinnervigere Gespanne haben die Polar-Inuit durch die Jahrhunderte gezüchtet. Es ist eine rätselhafte Verbindung. Paulus glaubt, dass seine Hunde genau spüren, wenn ihm etwas fehlt. Plötzlich fehlt noch mehr. Die Peitsche ist hinüber. Ich bin auch immer wieder überrascht darüber, was Paulus alles so mit an Gepäck dabei hat. Aber jetzt hat er, glaube ich, ein ernsthaftes Problem. Der wird jetzt irgendwie was zaubern. Okay.
dazu die Peitsche repariert. In alten Zeiten hätte er das natürlich mit Haut aus Seehund gemacht oder mit Sehnen. Dann hätte es auch hier kein Holz gegeben, sondern vermutlich Knochen. Die haben ganze Schlitten gebaut aus Knochen. Und die Hunde haben zu viel Energie heute Morgen. Seit ewigen Zeiten ziehen sie mit ihren Hunden übers Eis. Was für eine Meisterleistung, dieser weißen Unendlichkeit ein bisschen Leben abzutrotzen. Die Inuit haben dafür eine geheimnisvolle Fähigkeit entwickelt. Sie nennen sie den Sinn für die Bewegung in der Stille. Selbst im Halbdunkel der Polarnacht sind Jäger wie Paulus in der Lage, auf 300 Meter Entfernung eine Robbe zu erlegen. Plötzlich lässt er anhalten, gefährliches Eis. Könnte es passieren, dass wir einbrechen? Paulus ist sich nicht sicher und wieder verlässt er sich ganz auf seine Sinne. Er horcht. Kratzen die Schollen an dem mächtigen Eisberg? Ganz leise nur? Paulus gibt Entwarnung. Immer weiter dringen wir in die Eiswüste vor. Plötzlich tauchen Eisbären auf. Die Grönländer bewundern die Raubtiere. Sie sind die perfektesten Jäger der Arktis. Doch Paulus ist beunruhigt. Er beschließt, die Hunde scharf zu machen und wirft sich dafür ein altes Bärenfell über. Und tatsächlich, die Tiere halten ihn jetzt für einen Eisbären und reagieren äußerst aggressiv. Weil die Bären immer mit der linken Pranke attackieren, müssen die Hunde lernen, nur die rechte Seite anzugreifen. Paulus erzählt mir, dass grönländische Schlittenhunde in der Lage sind, einen Eisbären zu töten. Dann sind wir endlich am Ziel. Wir haben uns sehr weit hinausgewagt, fast bis an die Eiskante. Die Schollen sind furchteinflößend dünn. An manchen Tagen kann ich hier mit bloßem Auge sehen, wie sich das Packeis mit der Dünung hebt und senkt, erklärt mir Paulus. Doch wir müssen so weit raus, denn hier ist das Wasser, hier ist das Leben. Seltsam, denke ich. Das Leben ist ausgerechnet da, wo es lebensgefährlich ist. Wieder einer dieser vielen Widersprüche, mit denen sie seit Jahrtausenden leben. Irgendwo tief unten soll es Fisch geben. Kalt. Und sehr unheimlich zu sehen, wie das Wasser hier aus dieser Dunkelheit hochschießt. Die Jäger sagen, hat eine Temperatur von etwa 3 Grad. Und angeblich wärmen sie sich an besonders kalten Tagen wie heute sogar die Hände in diesem Wasser. Ich halte das für ein Gerücht. Es ist unglaublich kalt. Was allerdings definitiv kein Gerücht ist, ist die Tatsache, dass das Eis vor 20, 30 Jahren in etwa noch 2 bis 3 Mal so dick war wie im Augenblick. Und wenn man den Jägern bei ihren Gesprächen zuhört, dann kriegt man den Eindruck, dass auch ihnen das, was da gerade passiert, ausgesprochen unheimlich ist. Jetzt muss es schnell gehen. Es ist so kalt, dass das Wasser binnen Minuten wieder gefriert. Die Angelschnur mit all den Haken und Ködern verschwindet in der Tiefe. Es sieht so einfach aus. Und trotzdem würde ich hier jämmerlich verhungern. Denn das Geheimnis dieses Ortes ist eine Strömung, die den Köder genau dorthin bringt, wo der Heilbutt steht. Dann heißt es warten. Es wird dunkler. Wie spät es wohl sein mag? 15 Uhr vielleicht? Oder noch später? Wir ziehen uns zurück in eine der primitiven Holzhütten, die sie im Herbst auf Kufen weit hinaus aufs Eis ziehen. Liegt es an der Einsamkeit oder an der nackten Angst, die einen manchmal packt, so weit draußen im Eis, wo Bären lauern und jederzeit eine Scholle bersten kann? Ich weiß es nicht. Doch das Zusammensein mit den Jägern in diesen Hütten erzeugt eine einzigartige Nähe. Momente tiefen Friedens, den wir sonst vergeblich suchen. Paulus spricht über den Tod, davon, wie er sich jedes Mal von seiner Familie verabschiedet. Er tut es immer im Bewusstsein, dass es das letzte Mal sein könnte. Diese grönländischen Jäger können bis zu einer Stunde zusammensitzen, ohne auch nur ein einziges Wort zu sprechen. Und es hat nichts Peinliches, sondern es hat damit zu tun, dass es eine Kultur des Ausharrens, des Wartens und eben auch des Schweigens ist. Man labert einfach nicht so viel. Und dass sie sich jetzt öffnen, das hat mich sehr berührt, weil das ein Zeichen von sehr, sehr viel Vertrauen ist.
Als Paulus Stunden später die Leine einholt, bekomme ich zum ersten Mal eine Ahnung davon, warum früher ganze Inuit-Stämme an Hunger gestorben sind. Kaum ein Fisch hat angebissen. Damals löste solches Jagdpech Tragödien aus. Alte Männer und Frauen gingen freiwillig in den Tod oder wurden im Eis ausgesetzt. Sogar Kinder wurden getötet, um das Überleben des Stammes zu sichern. Was so brutal klingt, erklärten ihre Schamanen einst so: Wir haben verstanden, dass alles zusammenhängt, dass eines vom anderen abhängig ist. Das Wetter hat umgeschlagen. Es schneit. Die Temperaturen sind weiter gesunken. Doch Paulus und die anderen denken nicht daran, nach Hause zurückzukehren. Sie wirken seltsam unruhig, aufgedreht. Wenig später erfahre ich, warum. Ein Gerücht macht die Runde. Sie sind im Jagdfieber. Es sollen noch mehr Narwale in der Gegend sein. Und die Jäger wissen, sie müssen auftauchen. Irgendwo müssen Luft holen, alle 20 Minuten. Aber wo? An einem der Eisberge sind die Schollen geborsten. Verräterisch liegt das Wasser da, glatt wie ein Spiegel. Warum ist es nicht gefroren? Könnte es sein, dass dies das Werk von Narwalen ist? Oder sitzen wir doch am falschen Eisberg? Narwale. Bis zu 3 Meter lang werden die Stoßzähne der Männchen. Die ersten Seefahrer hielten sie für Fabelwesen. Ein dänischer König ließ sich im 17. Jahrhundert sogar einen Thron aus Narwalzähnen bauen. Heute sind sie streng geschützt. Nur die Inuit dürfen wenige Tiere pro Jahr erlegen. Man muss schon aus einem ganz besonderen Holz geschnitzt sein, um das alles hier so stoisch gelassen ertragen zu können. Eben hat das Wetter umgeschlagen, es hat angefangen zu schneien, der Wind hat aufgefrischt, sehr, sehr kalt hier draußen auf dem Eis. Und es zeigt sich, dass die Hauptbeschäftigung dieser Jäger hier in erster Linie eins ist, nämlich warten. Eine ungeheure Geduld entwickeln und warten. Und keiner weiß genau, warum es ausgerechnet dieser Eisberg sein soll, an dem irgendwann vielleicht die Narwale auftauchen. So ein Geduldsspiel kann manchmal über Tage und manchmal sogar über Wochen gehen. Es war tatsächlich der falsche Berg. Mittlerweile ist das Wetter noch schlechter geworden. Es hat intensiver angefangen zu schneien und vor allen Dingen ist unglaublich dichter Nebel aufgezogen. Man kann eigentlich die Hand kaum vor Augen sehen. Und ich habe Paulus eben gefragt, wo wir denn hin müssen. Ich habe vermutet, nach da, dass dort irgendwo Kanak ist. Er sagte, wir müssen nach da. Nach da wäre eine ganz schlechte Idee. Und hat mir dann verraten, wie er sich orientiert. Bereits wenn er rausfährt, orientiert er sich an den Spuren, die der Wind in den Schnee zeichnet. Es gibt eine Hauptwindrichtung und er merkt sich einfach, wie der Schnee dann verläuft. Und daran kann er dann sehen, ob und wie er dann nach Hause kommt. Ganz allein ist Paulus manchmal in dieser weißen Ungeheuerlichkeit unterwegs. Viele Tagesreisen von zu Hause entfernt. Ob er sich fürchtet, so allein in der Dunkelheit, wenn plötzlich der Sturm losbricht, will ich wissen. Doch er antwortet, ich bin nicht allein. Ich habe meine Hunde, die mich niemals im Stich lassen. Plötzlich schlägt das Wetter erneut um. Es klart auf. Paulus will eine Robbe jagen. Seine Hunde brauchen dringend Futter. So weit draußen gibt es keine Bretterbuden mehr. Deshalb errichten die Jäger ein Zelt auf ihren zusammengeschobenen Schlitten. Ich bin beeindruckt, wie schnell das geht. Jeder Handgriff sitzt, im Notfall rettet das ihr Leben. Nur die Hunde bleiben immer draußen. Sie überstehen selbst Temperaturen um minus 50 Grad. Während die anderen Eis für den Tee schmelzen, pirscht Paulus lautlos übers Eis. Und tatsächlich, plötzlich taucht am Atemloch ein kleiner Robbenkopf auf und verschwindet wieder. Robben besitzen eine faszinierende Fähigkeit. Auch im meterdicken Packeis schaffen sie es, kleinste Atemlöcher freizuhalten. Paulus wartet. Jäger wie er sind in der Lage, stundenlang vollkommen regungslos in eisiger Kälte zu stehen.
Diese Fähigkeit zur Konzentration, alle anderen Gedanken völlig aus dem Kopf zu verbannen, ist eine ihrer größten Begabungen. Heute wartet er vergeblich. Die Männer ziehen sich zurück ins Zelt. Und wieder durchflutet uns diese seltsam schöne Wärme, die im Kreis dieser einfachen Jäger immer zu spüren ist. Dann endlich der nächste Tag. So lange haben sie ihn herbeigesehnt. Es ist der wichtigste Tag des Winters. Ein magischer Moment. Nach fast 4 Monaten Dunkelheit, Polarnacht, schafft es die Sonne zum ersten Mal wieder über den Horizont. Paulus singt, ein altes Inuit-Lied. Seine Großmutter hat es ihm beigebracht. Es ist 13 Uhr. Jetzt beginnt einer dieser langen Sonnenuntergänge, die es nur in Nordgrönland gibt. Im Gegensatz zu den Tropen geht er hier über Stunden. Menschen, Tiere, alles dampft im Gegenlicht. Es ist fast unwirklich schön. Paulus lässt anhalten. Die Leinen der Hunde haben sich verheddert und er erklärt mir bei der Gelegenheit, wie er sie anordnet, fächerförmig. Der Leithund ist nicht zwangsläufig das stärkste Tier, sondern das intelligenteste. Der Hund, der am sensibelsten auf Paulus reagiert. Er weiß, dass diese Hunde alles dafür tun würden, ihn und seinen Schlitten notfalls aus dem eiskalten Wasser zu ziehen. Doch der Grat zwischen bedingungsloser Hingabe und aggressiver Ablehnung ist schmal. Man sieht hier immer wieder, so süß diese Hunde aussehen, das sind keine Kuscheltiere, sondern das sind Hunde, die in erster Linie Arbeitstiere sind und die sehr klar auch wissen müssen, wer der Chef in ihrem Rudel ist. Und es gibt böse Geschichten aus Grönland, in denen erzählt wird, dass Kinder teilweise zu Tode kommen, weil sie diesen Tieren zu nahe kommen, vor allen Dingen dann, wenn sie die Augenlinie dieser Hunde unterschreiten. Das heißt, eigentlich ist es sehr gefährlich, sich hinzuhocken. Ich mache das jetzt auch nur, weil Paulus gerade dabei ist. Normalerweise würde ich das niemals tun, einem grönländischen Hund so nahe kommen und mich dann auch auf seine Augenhöhe begeben. Das könnte das sichere Ende sein. Der Leithund hat mich mit den Zähnen im Gesicht erwischt. Trotzdem bin ich mir sicher, dass es diesmal nur mit stürmischer Zuneigung zu tun hatte. Er kennt meine Stimme und er spürt, dass es eine Verbindung zwischen Paulus und mir gibt. Harre, harre. Harre, 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 harre. Harre, 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 harre. Okay. Harre, harre haben wir eben gehört. Das bedeutet, geh nach links. Wenn er jetzt die Hunde nach rechts haben möchte, dann sagt er was anderes. Paulus? Rechts? Achuk, achuk, achuk. Und wenn er möchte, dass die Hunde anhalten, stopp. Ei. Ei, dann sagt er Ei. Wenn es von mir kommt, würden die Hunde vermutlich nicht reagieren. Aber ich könnte es ja mal probieren. Paulus? Ich jetzt, ja? Ei! Ei! Jetzt bin ich baff. Jetzt haben die angehalten. Also entweder ist mein Grönländisch deutlich besser geworden, oder aber die Hunde haben sich mittlerweile ein bisschen an mich gewöhnt. Wir haben schon viele Stunden gemeinsam hier auf diesem Schlitten gesessen und insofern, vielleicht kennen sie mich mittlerweile einfach ein bisschen besser. 3 Stunden hat sich die Sonne Zeit genommen für den ersten Untergang des neuen Jahres. Wir sind zurück in Karnak. Paulus hat mich zum Abendessen eingeladen. Auch eines seiner 4 Kinder ist da. Er lebt in einem einfachen Holzhaus, das vor Jahren aus Dänemark mit dem Schiff geliefert wurde. Und wieder wird die ganze Widersprüchlichkeit ihres Lebens deutlich. Auf dem Boden liegt rohe Narwalhaut, ein archaisches Ritual. Schon Paulus' Vorfahren haben die rohe Walhaut gegessen. Mamakayo. Mamakto. Mamakto. Mamakayo. Ja, Mamakayo. Also, Mamakto ist gut, Mamakayo schmeckt sehr gut. Und es schmeckt sehr gut. Es schmeckt ein bisschen nach Kokosnuss. Ist ein altes Essen der Inuit. Narwalhaut, unglaublich vitaminreich und ganz wichtig gewesen in alten Zeiten, um so Krankheiten wie Skorbut beispielsweise zu entgehen. Was ich für Blut gehalten habe, entpuppt sich wenig später als Sojasauce. Willkommen im 21. Jahrhundert. Mamakayo?
Es war jetzt sehr schön zu sehen, hat eben Ja gesagt. Und zwar mit den Augen. Das kann man nur in Grönland sehen. Wenn sie Ja sagen, dann machen sie I, das heißt Ja. Und zwar ohne ein Wort zu sagen, einfach nur Augenbrauen hoch. Und Nein heißt dann, schmeckt nicht. Nach einem langen, harten Winter bricht das Eis jetzt immer weiter auf. Grönland, das heißt ja für die meisten Schnee und Kälte und Dunkelheit für viele, viele Monate im Jahr. Aber es gibt auch die andere Seite. Es gibt einen fantastischen grönländischen Sommer. Nur sehr, sehr kurz, aber unglaublich intensiv. Wir machen uns auf den Weg nach Ostgrönland, um genau das zu erleben. Unser Ziel ist ein kleiner Ort namens Tini Tequila. Es erzählt viel über ein Land, wenn seine Bewohner es Tunu nennen, den Rücken. Tunu heißt der Osten Grönlands, eine zerklüftete Landschaft mit spektakulären Bergen und engen Fjorden. Das Eis nimmt sie in die Zange. Im Hinterland kilometerdickes Eis. Vor der Küste ein gewaltiger Gürtel mit Packeis vom Nordpol. Der dänische Marineoffizier Gustav Holm stieß als erster Europäer auf die wild tätowierten Jäger mit langen Haaren und notierte das Jahr, in dem hier die Steinzeit endete, in seinem Logbuch, 1884. Hier im Sermelik-Fjord brach Fridtjof Nansen zu seiner berühmten Grönlanddurchquerung auf. Noch heute sind die kleinen Siedlungen der Ostküste fast vollständig isoliert. Tini Tequila hat nur 100 Einwohner. Wer in Grönland wissen will, wie es den Menschen geht, muss sich die Hunde ansehen. Es ist unglaublich, diese Hunde im Sommer zu erleben. Das hat was Trauriges. Die hängen eigentlich ihr ganzes Leben an Ketten, es sei denn, sie laufen und werden zur Jagd eingesetzt. Ein grönländischer Schlittenhund ist ein Arbeitstier. Wenig später muss ich selber ran. Wie in fast allen grönländischen Dörfern kommt das Trinkwasser aus einem großen, beheizten Tank. Wasserleitungen sind ein Luxus, den sich niemand leisten kann. Hey, einige da? Aha. Die erste Kontaktaufnahme mit Einheimischen ist gleich ein durchschlagender Erfolg. Wie ausgestorben wirkt der kleine Ort. Die Jäger scheinen draußen auf dem Eis zu sein. Nur ein paar Kinder beobachten mich neugierig. Fremde sehen sie hier nur selten. Ich versuche trotzdem beim Wasserschleppen eine möglichst gute Figur zu machen. Das Haus, in dem ich jetzt eine Woche lang leben werde, ist spartanisch ausgestattet. Ein Ofen, ein Herd, ein Tisch. Kein Bett. Ich werde im Schlafsack übernachten und ich werde von nun an keine Minute mehr allein sein. Spaghetti? Spaghetti? Ja. Na, guck mal. Oh. Jetzt aber hier. Ich weiß, dass grönländische Kinder einen äußerst gesunden Appetit haben. Ich weiß aber auch, dass diese Kinder am liebsten Robbe essen. Gekocht, halb gekocht, halb verrottet oder sogar roh. Aber Spaghetti? So. Okay. Das ist ein Essen, das die vor ein paar Jahren noch verschmäht hätten, weil ihnen das so fremdartig erschien. Aber mittlerweile setzen sich italienische Essgewohnheiten auch hier in Grönland durch. Ich bin mit meinem Einstand zufrieden. Der nächste Morgen. Im Hafen wartet Gideon auf mich. Gideon, hi. Good morning. Hi. Wir haben ja gerade ein ziemliches Problem, denn die Regale in dem kleinen Laden hier im Dorf sind im Grunde leer. Das Versorgungsschiff war das letzte Mal vor mehr als 8 Monaten hier und deswegen hilft man sich selbst. Wir fahren jetzt raus und gehen jetzt fischen und hoffen, dass wir heute Abend nicht hungrig ins Bett gehen. Doch als wir den Hafen verlassen, traue ich meinen Augen nicht. Packeis, soweit das Auge reicht. Ist tatsächlich Juni? Ist hier tatsächlich Sommer? Das ist jetzt wirklich beeindruckend zu sehen. Da kann man schön erkennen,
wie unglaublich viel Eis noch unter Wasser ist. Also der allergrößte Teil eines Eisberges liegt immer unter Wasser und ein kleiner Teil nur oben. Und mir wird klar, warum die Grönländer für Winter und für Jahr das gleiche Wort benutzen. Hier ist immer Winter, auch im Sommer. Dann wird's plötzlich gefährlich. So, jetzt stecken wir hier im Eis fest. Das ist eigentlich genau das, was nicht passieren darf. Denn wenn der Motor heiß läuft, dann kann es passieren, dass der Motor ausgeht, dass er kaputt geht. Und dann wirst du plötzlich von diesen Eismassen hier in die Zange genommen. Und ein Boot wie dieses hier kann natürlich sehr, sehr schnell und sehr, sehr leicht zerquetscht werden. Deswegen ist es immer wichtig, in Bewegung zu bleiben. Vorwärts zu fahren oder im Zweifel eben auch rückwärts zu fahren, um irgendwie hier rauszukommen. Und man muss sich klar machen, wo wir hier sind. Es ist eine Umgebung, in der von keiner Seite irgendwie Hilfe zu erwarten wäre. Doch wir haben Glück. Gideon findet einen Weg aus dem Eis. Sie haben einen besonderen Instinkt dafür. Und sie können in der ungeheuren Landschaft, in der sie leben, auf rätselhafte Weise lesen. Warum steuert Gideon gerade diesen Felsen an? Woher weiß er, dass der große Fischschwarm gerade jetzt hier ist? Ich muss nur noch den Kescher ins Wasser tauchen. Ich könnte fast Mitleid entwickeln, aber wir haben Hunger. Amaseda nennen die Inuit die kleinen Fische, die nur im Juni an versteckten Stellen in den Fjorden auftauchen. Manche Jäger essen sie roh, noch an Ort und Stelle. Ich entschließe mich, die Fische zu kochen. Was für ein Schlag ins Wasser. Guck mal, die finden den alle eklig, den Fisch. Das kann ich nicht auf mir sitzen lassen. Vielleicht erfahre ich bei den Nachbarn, was ich falsch gemacht habe. Berti. Una Kisina? Amatcha. 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 Mamakayo? Aha. Ich habe die Gestelle mit den vielen Fischen schon oft gesehen, aber mich noch nie getraut zu probieren. Heute ist es soweit. Also eigentlich würde ich gerne ausspucken, aber ich traue mich nicht. Und es ist, schmeckt extrem tranig, fettig, nach Fisch natürlich, aber nicht so frisch, wie ich mir das vorgestellt hatte. Na, schauen wir mal. Ich beschließe wieder traditionell zu kochen, italienisch traditionell. Der nächste Morgen. Der kleine Lars mit seiner Großmutter auf dem Weg in das Erdhaus, in dem sie geboren ist. Und wenn man die beiden hier sieht, dann kriegt man ein Gefühl dafür, was die Grönländer innerhalb von wenigen Generationen zu verkraften hatten. Sie ist im Erdhaus geboren, er wächst in einem komfortablen Haus auf und lebt im Computerzeitalter. An einem besonders einsamen Küstenstrich des Hermelik-Fjords gehen wir an Land. Diese Felsen stammen aus der Frühzeit der Erde, Milliarden Jahre alt. Ganz in der Nähe grasen Moschusochsen, ein seltener Anblick. Weltweit gibt es nur noch rund 30.000 Tiere. Etwa die Hälfte des Bestands lebt in Grönland. Selbst im Sommer ist dieser Ort unwirtlich und kalt. Hier kam Tomasini vor 74 Jahren zur Welt. Um eine Behausung zu bauen, schichtete ihr Vater Steine übereinander und stopfte die Ritzen mit Torf und Moos. Halbnackt saßen sie hier in ihren Fellen. Von der Höhlendecke tropfte es, nass und kalt. Also es ist unvorstellbar, wie die hier gelebt haben. 7 Menschen, als der Vater noch lebte. Hier in diesem Bereich gab es ein kleines Bett, da hat die Mutter geschlafen. Hier eine Pritsche für alle 5 Kinder. Da vorne eine kleine Tranlampe, eine kleine Specklampe und hier vorne wurde dann gegessen. Unglücklich waren die alten Inuit trotzdem nicht. Niemals in meinem Leben habe ich so ausgelassene und sorglose Menschen, so munter hungernde, so humorvoll frierende, so elend und zerlumpt gekleidete Menschen gesehen wie hier, schrieb Knut Rasmussen. Der Enkel schläft und die Großmutter, Dommel, Pflanzen. Auf diese Art und Weise haben sie sich die Vitamine geholt, die sie sonst nicht bekommen haben. Und es gibt auch noch diese gelben Pflanzen. Mamakayo. Guck mal hier. Kann man, glaube ich, auch essen.
Schöne gelbe Pflanze. Aha. Mamakayo. Ja, aber schmeckt nicht so. Ich habe die Botschaft verstanden und handle danach. Nebelland, so haben die ersten Seefahrer Grönland genannt. Nur selten hebt sich der Schleier, doch wenn es passiert, dann ist die Welt aus Eis von einzigartiger und anmutiger Schönheit. Vor allem um Mitternacht, wenn die tiefstehende Sonne den Fjord von unten zu beleuchten scheint. Es ist weit nach Mitternacht, als plötzlich Tuma Jonathansen vor mir steht. Er trägt weiße Tarnkleidung, will hinaus aufs Eis, um Robben zu jagen. Ist das nicht gefährlich, frage ich ihn. Imaka, vielleicht. Ich habe die Antwort erwartet. Vielleicht sagen sie das immer, wenn wir mit diesen typischen Fragen aus unserer Welt kommen, in der es für alles eine passende Versicherung gibt. Und sie verstehen nicht, warum wir so tun, als gehöre der Tod nicht zum Leben dazu. Ich bin fix und fertig. Und bin völlig überrascht, wie unglaublich Tuma springt, wie so eine Raubkatze. Der Herr ist gute 15 Jahre älter als ich und der hat mir jetzt mal gezeigt, wie es geht. Das hält, das ist lauter Wasser hier schon. Alles nass da drüben. Und dann geschieht etwas, das zeigt, wie naiv meine Frage war. Mit einem Mal gerät das Eis, auf dem wir eben noch standen, in Bewegung. Boah, da sind wir eben drüber gesprungen. Genau über diese Scholle. Würde man sagen, Schwein gehabt. Unfassbar, da sind wir gerade drüber. Boah, ja. Ich gehe jetzt, ich habe keinen Bock mehr. Das war knapp. Die russischen Inuit nennen es ein sibirisches Dilemma. Wer ins Eiswasser stürzt, ertrinkt. Wer wieder rauskommt, erfriert in seiner nassen Kleidung. Ich will jetzt heute Morgen mit einigen Männern hier aus dem Dorf raus zur Robbenjagd. Und ich glaube, das wird ein ziemlich schwieriges Unterfangen, weil der Fjord über Nacht mit Eis vollgelaufen ist. Ohnehin ist diese Jagd etwas, was ich immer mit sehr gemischten Gefühlen sehe. Auf der einen Seite ist es der wesentliche Bestandteil ihrer Lebensart und auch ihrer Kultur. Auf der anderen Seite hoffe ich sehr, dass es nicht zu blutig wird. Geschickt manövrieren Otto Nakinge und sein Bruder Marius die Boote durch das dichte Packeis und halten Ausschau nach Robben. Otto wäre früher wohl der Angakok gewesen, der große Schamane, den jedes Dorf hatte. Stark, selbstbewusst, ein großer Jäger. Solche Männer waren es, die mit ihrem Geschick das Überleben des ganzen Stammes sicherstellten. Während ich noch meinen Gedanken nachhänge, wird mir klar, dass wir schon wieder auf einer Eisscholle stehen. Was, wenn sie plötzlich in Bewegung gerät? Jetzt heißt es warten. Die Jagd der Inuit ist kein Spiel um Macht und Stärke, sondern eines um Geduld. Er kratzt jetzt mit der Harpune auf dem Eis, weil Robben sehr, sehr neugierig sind und von diesem Geräusch angelockt werden. Dann geht alles ganz schnell. Im Wasser hat sich etwas bewegt. Otto sucht nach einer besseren Position. Kajak und Harpune ersetzt durch Präzisionsgewehr mit Zielfernrohr.
Mag sein, dass das Kräftemessen zwischen Mensch und Tier in alten Tagen fairer war. Doch schmerzloser für das Tier ist ein präziser Schuss allemal. Jetzt geht es um Sekunden. Wenn Otto und Marius die Robbe nicht schnell finden, wird sie unerreichbar in den Tiefen des Fjordes verschwinden. Doch die Jäger haben das Tier bereits entdeckt. Das sind so Bilder, die einem dann echt unter die Haut gehen. So ein Tier dann zu sehen, das ganz offensichtlich leidet und im Todeskampf dann noch mal ein paar Meter weiter schwimmt und irgendwie versucht zu entkommen, sind Bilder, die sind schwer zu ertragen. Andererseits, es sind die Bilder, die seit Jahrtausenden zu ihrer Kultur gehören. Die Lebensgrundlage für die Inuit ist genau dieses Tier, ist der Seehund, ist die Robbe. Und tatsächlich sind wir wohl vermutlich die Letzten, die mit irgendwelchen Vorwürfen kommen sollten, weil wir unsere Tiere natürlich ganz ähnlich töten. Nur haben wir das weggepackt. Wir sehen es nicht mehr und fühlen uns dadurch ein bisschen besser. Otto, eingeda? Ja. Gut hunting? Yes. Ja. Otto ist zufrieden. Als wir zurückkommen, werden wir bereits erwartet. Ich bin überrascht. In Nordgrönland zerlegt der Jäger seine Beute selbst. In Ostgrönland ist es offenbar Frauensache. Gekonnt setzt Ottos Frau das Messer an. Sie nennen es Ulu, das Frauenmesser. Little Speck. Ja. Er ist ganz begeistert vom Speck, den die Robbe hat. Als mich Otto bittet, mit anzufassen, steigt kurz Ekel in mir auf. Eingeweide, Blut. Doch dann überwinde ich mich. Es sind Extreme, zwischen denen die Bewohner des kleinen Dorfes am Rand des grönländischen Inlandeises leben. Zwischen der blutigen Fütterung der Hunde und den Hauptnachrichten im Fernsehen. Zwischen wochenlanger Dunkelheit und der Sonne um Mitternacht. Die Menschen in diesem Dorf in Ostgrönland sind arm. Das ist ein hartes, einfaches Leben, das sie hier führen. Und trotzdem hatte ich nie den Eindruck, dass sie am liebsten das tun würden, was Menschen in anderen Weltregionen häufig gerne machen würden, nämlich ins nächste Flugzeug steigen und nichts wie weg nach Europa. Sondern die leben gerne hier und sie lieben das, was sie tun. Vielleicht auch deshalb, weil sie merken, wie sehr wir alle gehetzt sind und gestresst sind von den Terminen, die wir haben. Zum Beispiel von meinem nächsten Termin, nämlich dem Abflug nach Hause. Es ist der Kreislauf allen Lebens, der in der eisigen Welt dieser arktischen Jäger noch sichtbar ist. Und er folgt einer einfachen Regel. Wir Menschen können an den Dingen teilhaben, aber wir sollten nicht versuchen, den Lauf der Natur zu verändern. So hat es ein Jäger in Nordgrönland einmal gesagt. Es ist noch immer richtig.